loswerden. Danke. Hier hast du was, das du in der Welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Jacks Rebellengold? Ach stimmt, die Quest hatte ich ganz aus den Augen verloren. Da war ich zwar jetzt schon beim Leuchtturm, es war vor zwei Parts, glaube ich, bin mir nicht sicher. Da waren wir bei Jack am Leuchtturm, haben die Banditen für ihn besiegt, aber da war nämlich noch irgendwas mit Gold, der hat Schutzgeld bekommen oder sowas. Muss man hingehen. Also das finde ich immer sehr traurig, wenn ich sowas sehe, dann will ich mal auch gerade mal einen Screenshot machen. Paladine, die am Kreuz hängen, das ist kein schöner Anblick. Das sieht nach Rache auf jeden Fall. So, hier oben liegen noch ein paar Speer. Gucken, was es hier noch so zu plündern gibt. Oben am Platz müsste eigentlich ein bisschen was liegen. Ah, ich werde erstmal die Truhe von der Marlena leider noch plündern. Ein paar Dietriche und ein bisschen Brot. Helle Baden, das sind diese Zweihandsperre, die man oft damals in den Trailern auf Screenshots gesehen hat. So, und das ist ein Küstenabschnitt, da ist auch noch eine Höhle zum Blenden, aber wie gesagt, das später noch einmal. Da drüben könnt ihr die Wüste Valant sehen, aber das wird noch einige Parts in Anspruch nehmen, bis wir die Seite der Insel betreten werden. Nein. Waffenbündel? Nein. So. Schwer zu knacken. Hier steht zum Beispiel wieder eine. Die könnten wir nicht öffnen, wenn wir nicht den Skill erlernen. Also der Siebenbogen macht schon 90 Damage, wenn wir den gleich anlegen. Der macht schon richtig ordentlich Schaden. Falls der Bogen vom Jäger Jens nicht mehr Damage macht, dann nehmen wir hier den. Das ist erstmal einer der besten Bogen, die man überhaupt bekommen kann. Die Tür vom gefangenen Paladin Wenzel. Die haben wir schon geblendet. Würde ich sagen, gehen wir noch hier hoch. Ich glaube, hier oben war noch was zum... Beklauen, ich bin mir aber nicht sicher, wir gehen einfach mal hoch. Ansonsten gelesen einfach die Aussicht hier oben. Zack. Schöne Landbauten. Ah, hier oben ist nichts, na gut. Könnten wir jetzt auch rüberblicken auf Valant. So. Da hinten haben wir den Ausblick auf Jacks Leuchtturm, auf Ardea und unten die ganze Küstenregion. Ich bin am überlegen, ob wir die Küste unten plündern. Da gibt es viele Lurker am Stand und so ein Zeugs. Mal überlegen, ob wir die erst schon mal mitnehmen. Ansonsten würde ich eigentlich gerne nach Reddock gehen wollen, um da den Skill für die Haltränke zu erlernen, bevor wir uns aufmachen nach Monterra. Das wird nämlich ein gefährlicher Weg. Also für mich ist ja Monterra fast schon die Hauptstadt Mythanas, beziehungsweise ist es eine der wichtigsten Städte meiner Meinung nach. Also man hat in Monterra viele Aufträge und da schlüsselt sich auch ein bisschen was von der Story auf und so. Also Monterra ist schon wichtig. Was hat Wenzel davon? Ich glaube, Wenzel läuft, glaube ich, sogar nach Monterra, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mein Freund liegt noch in Ork, die ist noch alles schon geblendet. Der Boden sieht leider immer noch ein bisschen verpixelt aus. Ich weiß nicht, wo dann das liegt, Leute. Ich auf jeden Fall mal dann arbeiten. Der Bogen macht 80 Schaden, der Jagdbogen, den wir jetzt im Moment haben. Der andere hier macht 90 und der vom Waldläuferbogen benötigt dieses Jagdschick 160. Dann würde ich ja sagen, machen wir Schussschaden 70, Schussschaden 50. Dann würde ich doch sagen, legen wir hier den an. Den Langbogen. Was die Klingen angeht, macht 50 Schaden. Ja, vergiftete Assassinen klingen das Problem. Sie haben noch nicht den Skill, um Zweihandwaffen zu benutzen. Das heißt, es bringt uns nicht wirklich weiter. Ich werde mal hier safen und dann überlegen. Lasst uns doch gerade vorne diesen kleinen Orktub noch aufmischen. Dann haben wir es auch nicht mehr weit nach Reddock. Dann können wir direkt nach Reddock laufen in die Höhlen. Da müssen wir uns nicht hinporten und ich hole mir direkt dann den Skill für die Haltränke. Mein Gothic ist Release von 2006, der dritte Teil. Wir haben keine Eile. Ich mag das sowieso nicht so in mein Spiel auskommen, dass wir uns dann Let's Play direkt so durchzocken und durchrushen sozusagen. Ich bin eher ein bisschen für den gemütlichen Teil und vor allem gerade in Gothic gucke ich eigentlich in jeden Felsen und erkunde alles. Irgendwo höre ich hier Wölfe. Ah, das war einer von den hungrigen Wölfen. Der hat uns die ganze Zeit wahrscheinlich noch gefehlt für die Quest. Mal gucken, ob wir den erlegen können. So, ich habe noch kurz ein bisschen blocken. Zack, Arsch, schaut. Hungrige Wölfe rund um Kap Dun. Haben den Auftrag auch geschafft. Mir die ganze Zeit gefehlt, der eine. Aber ich habe gerade was gehört. Ich wollte eigentlich hier vorne zu dem Ork
zu dem Oxyphon laufen. Auf einmal hörte ich was im Gebüsch. Und dann habe ich gedacht, wow, das kann nur ein Ork sein. Kann nur ein Wolf sein. Und wie gesagt, ich würde sagen, lass uns noch die drei Oxyphon down machen, wenn ich den mal treffe. Und dann gehen wir vielleicht erstmal nach Redog. Machen erstmal das mit den Heiltränken und dann vielleicht noch den Stand, bevor wir nach Monterra gehen. Aber ich würde eigentlich lieber nach Monterra aufbrechen. Zack. Also ich würde mehr auf Bogen als auf Schwerter skillen. So sieht es im Moment auf jeden Fall aus. Wenn ich mir das überlege. Zack. Ja, komm schon. Ich wieder eine Ampel geworfen. Vier Stück sind das. Ich dachte, es wären nur drei Wochen. Ach, das ist der Torprock selbst. Ich hatte jetzt auch so einen Anführer umgehauen, hat aber nicht. So. Ah, das war klar, dass wir den Ball ist mal abgekommen. Aber die Schweinchen und die Hühner, die werden natürlich auch noch ein bisschen wieder mähen, wollte ich sagen. Mähen. Bald habe ich es wieder mit nichts zu holen. Nichts zu holen? Schade. Können wir mal hier. LOL, wieder aufstehen. Ich eigentlich dachte, dass der tot ist. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Hä, wie der wieder aufsteht? Ich dachte, die bleiben tot. Nächstes Mal bist du dran, Morra. Hör sofort auf damit. Hä, der geht nicht tot. Fall doch um. Fall doch um. Lol, der eine da hinten ist auch wieder aufgestanden. So, jetzt sind sie aggressiv, also rot. Ist ja eigentlich tot gehen. Patrouille auf dem Bauernhof. Ruf bei den Rebellen bloß an. Ich wollte schon sagen, eigentlich hätte der tot sein müssen, der Digga. So, jetzt hat es auch funktioniert. Die Waffen haben wir schon beim letzten Mal alle weggecrappt. Jetzt soll ich noch ein paar Hähnchen schlachten gehen. Das finde ich immer so cool. Ah, da vorne liegt der Anführer aus Khartoum von den Orks. Das kann schon an den Mänteln erkennen. Wie gesagt, im zweiten Gothic-Part, da haben die obersten Orks Kriegsherren heißen die, glaube ich, im zweiten Teil. Da haben die solche leicht türkisen Mäntel. Ah, die Hühnchen, die fliegen auch heute hoch. Chicken Run oder Askris wieder und Wurzeln. Wir werden jetzt ein paar Säue abschlachten werden. Kann uns das Fleisch kröppen. Dumm. Wie gesagt, ich bin dafür, dass wir von hier aus jetzt erstmal nach Redog gehen. Zum Kräuterkundler, hier zum Feuermagier. Und uns da den Skill für die Heiltränke. Beziehungsweise ich könnte mal schon zum Eingang porten. Wenn wir das gemacht haben, machen wir es auf nach Monterra. Moment, ich zeig's euch gerade mal auf der Karte. Falsch. Weltkarte. Und zwar, Monterra ist hier, wo ich jetzt mit der Maus zeige. Man kann es eigentlich schon sehen, wenn man sich die drei Abschnitte von der gesamten metanischen Karte anschaut, kann man eigentlich sehen, dass Monterra fast, kann man sagen, im Zentrum liegt. Zentrum der Macht, möchte man meinen, unterhalb von Gotha. Warum und wieso Gotha übrigens hier auf der Map so grau dargestellt ist als das Icon und nicht rot, türkis oder lila oder blau, wie die anderen Sachen, das werde ich euch im späteren Spielverlauf erklären. Ich möchte jetzt nicht zu viele von der Story vorgreifen und spoilern. So. Oh, da vorne sind wieder Hirsche. Guck mal, ob wir gerade mal in der Linie können. Jetzt einen besseren Bogen. Noch einer und der wird weglaufen. Das meinte ich. Konnte das mal so gut, dass ich den hier schon in den Lauf geschossen habe. Generell den Wildtieren. Später, wenn man Bisons jagen geht und so Zeugs, das wird dann richtig bitterböse sein. Da muss man schon richtig Skill haben. Finde ich auf jeden Fall. Also wo ein schönes Jagdgebiet ist, falls ihr Jäger seid und euch das Spaß macht, in Silden. Da ist ein sehr schönes Jagdrevier, finde ich auf jeden Fall, da kann man sehr, sehr schön jagen. Da ist ein großes Plateau, weitläufige Prärie, möchte man meinen. Da hat ein ausgebildeter Jäger sehr viel Spaß.
Übrigens, die Hirsche, wenn die so wie jetzt gerade hier in Gruppen auftauchen, die haben ein bestimmtes Spawning-Revier, bestimmte Spawning-Zone, wo die sich drin bewegen und aufhalten, dass sie sozusagen ablaufen, dieses Muster. Und also die laufen nicht weg oder so. Die zwei, drei Stück, die ich jetzt hier eben nicht erlegen konnte, die kann man jederzeit noch absnipen oder halt, wenn nah genug lang kommt, einen Schwert erschlagen. So. Aber wie gesagt, wir hören jetzt erstmal auf noch nach Red Hawk. Ich hoffe, dass ich da den Skill für das kleine Heiltränke mal unser Inventar aufnehmen kann. Das wäre schon echt cool. Dann müssen wir nicht die Heiltränke nicht teuer kaufen, die kosten nämlich immer 250 Gold. Dann haben wir zwar jetzt Gold gefahren, aber wir haben Gold dafür ausgegeben, damit man es selbst herstellen kann, weil Kräuter findet man echt genug in Gothic. Eigentlich in allen Teilen findet man sehr viele Kräuter, um selbst sich Heiltränke so herstellen zu können. Na, wie eine Sau da vorne treffe ich nicht. Im wahrsten Sinne ist... Boah, das hat gerade sein Dings, sein Laufrhythmus geändert. Und der Hirsch davon, der wird dran glauben müssen. Nein, das war ein Tacken zu tief, ein kleines Stückchen. So, unser Ding von Red Hawk. Ich glaube, wir können uns mittlerweile auch die Rebellenrüstung crappen. Müssten wir uns eigentlich leisten können. Gehen wir kurz zum Brandon. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. Kein Problem. Gerne. Hast du nichts zu tun? Ich dachte eigentlich, dass ich gekauft habe. Was Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Erzähl mir etwas über diesen Ort. Du bist hier im größten Rebellenlager an der Küste. Wir nennen es Red Hawk. Viele königstreue Menschen, die noch nicht... Ich kann... Ja, das kennen wir schon. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe nämlich ja diese Rebellenrüstung, deswegen wollte ich nämlich zu dem... Paladin-Rüstung. Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Schwere Rebellenrüstung, die noch kostet... Noch nicht. Oha. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Da gibt uns keine Rebellenrüstung. Hat aber 8000 Gold, dann holen wir uns links den Goldfarm von ihm. So, hier kaufen wir ein paar von den plumpen Orkwaffen. 4000, Axt können wir hier geben, 5000. Ich muss aufpassen, dass ich nicht über die 7000 drüber gehe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, jetzt habe ich 10.000. Wir müssen genau bei 8000 irgendwo landen. So, 8, 7. Machen wir so. Gehen wir erstmal das Gold ausgleich. Tauschen. Und schon haben wir 12.500 Gold. Und wir haben noch Ausrüstung, die wir verticken können. Jetzt müssen wir mal schauen, ich will eigentlich schon ein besiegliches Bild. Also wie gesagt, normalerweise wäre ich jetzt hier vorne direkt in die erste Hütte gelandet, so wie ich früher gespielt habe, hätte direkt mich pennen gelegt, dass es wieder schön hell ist, dass wir aufgeladen sind. Aber ich habe euch ja versprochen, beziehungsweise ich habe es mir selbst auch vorgenommen, möglichst ist in Echtzeit durchzuspielen. Extra für euch. So, hier ist Meister Sebastian. Genau zu dem wollte ich, zu dem Feuermagier. Mit dem werden wir später auch noch einen Auftrag machen, der auch in der Nähe von Sylton abzuarbeiten ist. Beziehungsweise zwischen Montera und Sylton müssen wir was für ihn erledigen. Dazu kommen wir auch später.